diese Kopfhörer sind für Sportarten jeglicher Art konzipiert. Lasst uns testen, ob sie auch das halten, was sie versprechen. Und halte ich fest, es gibt eine Funktion, die verrate ich dir heute, die mich im Test komplett umgehauen hat. Denn diese Funktion ist für jeden wichtig da draußen, der regelmäßig Sport macht, Fahrrad fährt oder sogar joggt. Drei Sportarten versus die neuen Soundcore Sport X20. Die erste Sportart ist Martial Arts. Ausgeübt als Kampfsport oder Kampfkunst, bei dem du dich viel bewegst, viel schwitzt und viel Körperkontakt hast. Im Haupttraining leider nicht anwendbar, weil das Verletzungsrisiko zu groß ist. Zusätzlich musst du deinem Shifu, Sensei oder Großmeister immer hören können. Aber wie schlägt sich das Ganze im Einzeltraining? In dem Training, wo du im Fokus für dich selber und in der Power bleiben möchtest, Schweißresistenz plus die IPX 68. Die sind sowohl gegen Wasser als auch gegen Staub geschützt. In meiner Trainingseinheit, als ich extrem geschwitzt habe, haben sie alles ausgehalten. Hier musst du dir also keine Sorgen machen. Aber wie ist es im Ohr, bei schnellen Bewegungen? Dank des Hakendesigns ist es richtig gut für schnelle Bewegungen und für außergewöhnliche Aktionen. Sie passen sich deine Ohrform an, halten extrem stabil und ich muss sagen, als ich sie das erste Mal rausgeholt habe, angezogen habe, die sind verdammt gemütlich für In-Ear-Kopfhörer. Zweiter Test, Kraftsport. Jeder, der schon mal Kraftsport gemacht hat, weiß ganz genau, dass man hier für Musik braucht, um nicht nur im Fokus zu bleiben, sondern auch in den Pump zu kommen. Da legt jeder Wert auf Bass, auf Qualität. Aber wie ist das Noise Cancelling? Wie ist es, wenn da irgendjemand rumstöhnt, rumschreit oder die Gewichte von der einen oder anderen Ecke rumwirft? Wir haben die Bass-Technologie und die hört man unglaublich, was in solchen kleinen Dingern für so einen kleinen Preis stecken kann. Aber die 11mm Treiber sorgen für einen richtig geilen Sound und einen richtig geilen Wumms-Bass, perfekt fürs Training. Für den Fokus und für den Pump ist also somit gesorgt. Aber was ist mit dem Noise Cancelling? Hier hast du zwei Modis. Adaptives Noise Cancelling und manuelles Noise Cancelling. In der App kannst du einfach auswählen, ob die Kopfhörer einfach automatisch die Umgebungsgeräusche scannen und automatisch diese unterdrücken und komplett eliminieren. Du hörst einfach nichts. Beim manuellen Noise Cancelling kannst du auswählen an einem kleinen digitalen Zahnrad einfach, ob du starkes, mittles oder leichtes Noise Cancelling für dich in Anspruch nehmen möchtest. Zusätzlich was richtig geil ist, endlich weg von Touch. Wir haben richtig haptische, funktionierende Knöpfe, um die Musik und die Kopfhörer zu steuern. Test Nummer 3, Joggen und Laufen. Hier ist es wichtig, die Windgeräusche zu unterdrücken und aufzupassen, dass man vom Auto nicht überfahren wird. Und jetzt kommt's, du hast einen Transparent. Modus. Das heißt, wenn dieser an ist, hörst du um dich herum Geräusche, so auch Autos. Zusätzlich ist auch der Akku sehr, sehr wichtig. Das Gute ist, wenn du viel unterwegs bist, kannst du sie hier einfach für 5 Minuten im Ladecase parken und hast wieder Akku für 2 Stunden. Der Akku hält bis zu 24 Stunden. Mit Noise Cancelling 7 Stunden, ohne Noise Cancelling bis zu 12 Stunden. Jetzt verrate ich dir die Funktion, die mich extrem umgehauen hat und ich diese bei anderen Kopfhörern noch nie erlebt habe. Die Windreduktionsfunktion. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt und wollte schauen, ist das ganze Marketing und Verarsche Windreduktion? Wie soll denn sowas funktionieren? Das war das Ergebnis. Und die beste Funktion ist wirklich für Fahrradfahrer, aber auch für Jogger, der Transparenzmodus mit Windgeräuschunterdrückung. Richtig cool. Heißt, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist oder joggst, hörst du deine Umgebung, du hörst Autos, du hörst Menschen, du hörst alles um dich herum, aber du hast keine nervigen Windgeräusche und kannst deine Musik einfach so laut pegeln, wie du es einfach benötigst fürs Training, natürlich immer noch am besten ohne vielleicht nur eins drin. Zusammengefasst haben wir hier wirklich geile In-Ears. Nicht nur für den Sport, sondern auch für den privaten Gebrauch, wenn du keinen Bock hast, weil die ständig rausfahren. Trotz des kleinen Preises haben die eine richtig gute Soundqualität. Bass, Ausgeglichenheit, Noise Cancelling, richtig gut. Windgeräuscheunterdrückung für jeden, der gern Fahrrad fährt oder joggt oder unterwegs ist. Die Kopfhörer haben es auf jeden Fall geschafft, gegen diese drei Sportarten sich zu behaupten. Alle weiteren Infos findest du jetzt bei mir in der Beschreibung.